gut gemacht, oder? Danke. Nimm das an. Achso, das ist ja. Oh, das ist okay. Danke. So, ich brauche die Wörter. Chateau und Chanson. Nous allons chanter une chanson. Une belle chanson de Nino. Wie ein Schwamm saugst du das Jetzt auf und verarbeitest es dann, wenn das Jetzt lang genug weg ist, um zu wissen, was es kann. Man genießt dann deine Bilder, die fast keiner je versteht. Nur die Freude, sie zu sehen, ist wohl das, worum es geht. Deinen Grenzen meistens bist auf deinem Weg fixiert. Und was anfangs ungut aussieht, unter Ostern dann gut wird. In der Mitte deines Kopfes schläft ein wachsamer Soldat, der sobald er in der Kritik alles aufgibt, was er hat. Hinter dir und vor dir, doch am meisten noch daneben, steht der Himmel, stehen die Wolken, steht die Stadt nur deinetwegen. Still versäume nicht zu sagen, was dir wirklich viel bedeutet. Es gibt Menschen, es gibt Freunde, aber meistens sind es Leute. Schönheit, viel zu oft, um wahr zu sein. Schöne Bücher oder Tücher oder auch ein schöner Wein. Du willst wissen, suchst die Wahrheit in dem Buch, das einst hier lag. Zwischen Nettigkeit und Schönheit steckt oft mehr als nur ein Tag. Museum siehst du das Bild, in dem mehreres vereint ist, in dem jeder Strich gemeint ist und nichts Einzelnes allein ist. Und es fließt alles zusammen und erzeugt ein Feuerwerk aus der Arbeit der Gedanken und der Farbe, die sie färbt. Das meiste ist recht schwer. Und der Wille, was zu leisten, fällt meist nicht von einem Berg. Auf dich wie eine Lawine, bleib nicht stehen, du musst jetzt springen. Denn nur Arbeit kann dir sagen, ob's Ideen wirklich bringen. Wenn dich die Wahrheit findet, halte sie so fest du kannst. Denn die Wahrheit ist aus Seide und ist allzu bald zerfranst. Sei mal laut und sei mal leise, sei mal langsam oder schnell. Deine Augen sind die Reise und das Licht wird immer heller. Einer davon ist gewiss, dass du einfach gar nicht tust und dabei auch nicht vermisst. Diese Möglichkeit ist sicher und die wird dir niemand nehmen, aber irgendwann ist Stille und du wirst dich nach dir sehnen.
der Traumlandschaft gekratzt und doch lange noch nicht dort. Liegst du auf deiner Matratze, hellwach sprichst du kaum ein Wort. Du erlebst nur, was in dir lebt, nur dass du es nicht vergisst, dass der Mensch, der in dir aufschaut, nur der halbe Künstler ist. Ich hab keine Lust auf gar nichts, was ich will, hat bald ein Ende. Was ich hier genau erkläre, hat nichts mit all dem gemein. Es geht immer ums Vollenden und den Super Bowl.